Hallo und willkommen zurück zu God of War. So, schwieriger Kampf letztes Mal hier gehabt. Zum Glück ist der vorbei. Dann wollen wir mal weiter Richtung Missionsmarker gehen. Ich bin mir fast sicher, dass wir hier noch einen Knochen irgendwo aufheben müssen. Na, schau mal gleich mal auf die Karte, wenn er uns nicht ins Auge springt. Irgendwo, also 45 Meter vor mir ist auf jeden Fall eine Nebenquest, wenn ich das richtig deute. Vielleicht bin ich einfach am Anfang vorbeigelatscht. Wer weiß das schon? Oder? Na, da ist ein Symbol. Achso, vielleicht habe ich auch schon fertig. Wir haben keinen Wetzstein gefunden. Dieser Dolch gehört dem Häscher, der ihn genommen hat. Das meiste von den guten Sachen war weg. Oh, ja. Naja, nehmt das hier. Im Tausch gegen den Dolch. Oh, dankeschön. Talisman des Verrats. Der Dolch, den ihr mir gebracht habt, ist recht interessant. Er ist schlicht, aber tadellos gearbeitet. Wo im Tempel habt ihr ihn gefunden? In einem Häscher. Oh. Er meinte, er gehöre zu einem größeren Clan. Vielleicht haben die den Wetzstein. Gut möglich. Seine Machart kommt mir bekannt vor. Ich muss euch um etwas bitten. Nur ein kleiner Gefallen. Natürlich. Wenn es uns weiterhilft. Okay, wir können hier mit dem Talisman des Verrats die Zeit verlangsamen. Das gefällt mir aber. Den werde ich ausrüsten. Aktivieren, um die Zeit zu verlangsamen. Und zum Aktivieren mittlere Maus drücken. Na gut, das kriege ich noch hin. Erinnert ihr euch an diesen Dolch? Ja. Der Dolch, der im Rücken des Häschers steckte? Noch nicht so lang her. Von seinem Sohn? Ja, den habe ich nicht vergessen. Also, seine Spur führt zu Häschern, die von der Northree-Festung aus operieren. Ich wette, dorthin brachten sie ihre Beute aus Fafnirs Lagerraum. Zusammen mit dem Wetzstein. Mit dem ich euch helfen könnte. Ach, ich mag Kratos. So, dann schauen wir mal an, wo die Nebenquest platziert ist. Wir haben hier auf jeden Fall einen Knochen, den wir noch einsammeln müssen. Und hier war wahrscheinlich der zweite Knochen. Jo, ich weiß nur nicht, wie man da hinkommt. Aber hier oben sind wir erstmal fertig, so wie das aussieht. Vergessene Höhlen. Kommen wir da überhaupt rein? Fafnir Schlucht, da waren wir da nicht? Noch eine Schatzsuche. Sinnlos. Nicht wenn Sindri uns mit dem Wetzstein wirklich bessere Ausrüstung machen kann. Das ist ein guter Punkt, Junge. Der Sohn des Häschers. Er hat seinen Vater ermordet. Ja gut, das passiert schon mal im alten Rom. Wieso altes Rom? Altes Griechenland und alte nordmännische Tradition, würde ich sagen. Surzgriff der Flamme, da brauche ich immer noch schwelende Glut. Ich glaube, wir müssen mal in dieses eine Heim da reisen. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. In irgendeine andere Welt, die voller Glut ist. Also herstellen Armrüstung, ja, kann ich nicht. Oh, gar nichts. Nee, im Moment gar nichts, aber danke. So, dann einmal schauen, ob wir in die Höhle da vorne noch kommen. Zuerst müssen wir wahrscheinlich ins Boot. Die Kiste ist offen. Ein Glück. Ich dachte schon, ich hätte vergessen, Zeug zu looten. Hier ist eine heimtückische Vase mit einem Hacksilber drin. Ein Glück haben wir die noch erledigt. So, dann geht's hier wieder nach unten. Ja, mein Junge ist da. Der weiß, wann man in den Fahrstuhl einsteigen muss und wann nicht. So, dann würde ich sagen, schieb mal das Boot. Hier, Junge, nimm den Kopf. So. Was ist denn dieser Kreis da auf meinem Kompass? Ist es einfach Osten? Ja. Schnelles Mysterium. Wie kommen wir jetzt hier in die Höhle? Also wir sind hier am fast Kopf der Schlange und wir haben eine vergessene Höhle. Enter zum Kompass hinzufügen. Jetzt weiß ich auch wieder, wie das geht. Ich habe vergessen, wie man in die vergessene Höhle kommt. Vielleicht war das das mit dem Rätsel, wo man... Ich habe keine Ahnung. See der Neun. Und ich brauche die... Komme ich von hier unten rein? Hallo? Oh, und was nu? Muss ich meine Axt wieder reinwerfen? Das kann ich nicht. Ich muss mal schauen, was diese Kartenmarkierungen zu bedeuten haben.
Gut, dann brauchen wir das aber auch nicht mehr markieren. Was haben wir denn dann hier auf jeden Fall? Die Knochen sammeln, damit der eine Geist glücklich sterben kann. Ein zweites Mal. Komm, ich hab dich doch hinzugefügt. Kann ich hier landen? Ich kann hier landen. Na also. Einmal was richtig gemacht. Vergessene Höhlen. Vielleicht nicht die richtige vergessene Höhle, aber zumindest eine vergessene. Och, da war gar nichts drin in der schönen Truhe. Fremund. Erik. Ja. Alles in Ordnung? Nein, Kind. Meine Waren sind unter Wasser. Nein, deine guten meine Waren. Männer trunken. Und doch streifen ihre Körper weiter über den Strand. Heelläufer, sie suchen dieses Land heim. Ich war ihr Kapitän. Ihr Tod war meine Schuld. Na, dann entschuldige dich doch aber bei ihnen. Diese Abscheulichkeiten besudeln ihr Andenken. Ich werde einen Weg finden, sie aus dieser Folter zu befreien. Ah, keine Sorge, ich habe eine gute Axt. So, wo sind denn die Heelläufer? Ich hatte meine drei Schiffe über den ganzen See. Ich weiß nicht, wie ich Thor verärgert habe. Ach, der ist generell ein Arschloch. Ja, mach dir nicht so viel Gedanken. Ich bin mir sicher, dass ich die kloppen werde. Was seid ihr denn? Auch nur Wölfe? Ihr seht ein bisschen aggressiver aus. Dachte, ich kann die Zeit irgendwie verlangsamen. Ich hab's gerade probiert, das hat nicht geklappt. Na komm schon. Sei ein braves Wolfi. Ah, Verzeihung. Da habe ich mich an meiner eigenen Sabber verschluckt. Jetzt geht's wieder. Junge, hierher. Schriftrolle für dich. Papa kann immer noch nicht lesen. Vielleicht bringst du es ihm irgendwann ja mal bei. So. Hacksilber und Weltenschlangen-Schuppenfragmente. Okay, hier haben wir alles geplündert. Zu dem Händler wollen wir nicht zurück. Da wollen wir mal gerade aus. Den Berg hier hoch, die Klippe. Vielleicht bringt's ja was. Oh, hatte ich übersehen. So ein Jammer. Jetzt liegt da unten das gute Zeug. Genauso wie da. Dann müssen wir eigentlich nochmal nach unten. Selbst wenn es nur 12 Hacksilber sind. Komm schon. Kannst dich auch einfach fallen lassen. Du hast doch noch gesunde junge Knie. So, wie viel war das? 311 Hacksilber. Und nochmal exakt dasselbe. Oder das Doppelte davon, das weiß ich nicht. Ob es das jetzt zusammengezählt hat automatisch oder halt nicht. Da oben ist auf jeden Fall, was ich anvisieren kann. Da ist so ein Punkt, der erscheint. Gehen wir mal hier lang. Hier komme ich zumindest rüber. Ah, sieht beinahe so aus, als ob ich da reinkommen würde. Tue ich aber gar nicht. Da geht's auch nochmal nach oben. Ein Schädel. Her damit. Glaub, den sollte ich ja suchen. Gullwegs ja. Knochen. Was willst du ihr sagen? Gullweg? Deine Mutter. Was liegt dir auf dem Herzen? Ich glaube... Ich will nur wissen, ob es ihr gut geht. Sie ist tot, Junge. Das weiß ich. Ich... Kann ihr ja trotzdem gut gehen. Das verstehst du nicht. Du auch nicht. War ich hier schon? Schade. Ist eine coole Truhe. Ich glaube, hier war man. Sieht so gelootet aus. Ja, du bist auch zurückgeholt worden. Ah, die Truhe war auch geplündert. Gulbert, hinter dir! Ja, ja, hinter mir auch. Der war doch nur vor mir. Tatsächlich, hinter mir wäre auch ein Au. Das kann doch nicht wahr sein. Wie viel Health hatte ich denn? Wieso habe ich auf die Fresse bekommen? Ich habe mich doch in Kämpfen schon deutlich dämlicher angestellt. Sehr m***.
merkwürdig. Na gut, den hauen wir jetzt aber nochmal richtig auf die Fresse. Weiß echt nicht, wie das passiert ist. Nochmal nach unten. Vielleicht blendet sich gleich die Hälfte noch ein. Oh, da ist Odins Rabe. Mist. Komm schon. Mist. Noch ein bisschen höher. Ja. Yeah. 6 von 51. Ihr seid doch nur Stufe 4. Ihr könnt mir doch gar nichts anhaben. Und meine Hilfe ist eigentlich voll. Also relativ au. Haben wir doch in Ruhe. Und wieso ist der eine hat so eine gelbe Hilfbar? Keine Ahnung. Ach, weil das Stufe 5 ist. Au. Na gut. Hilft nichts. Ich muss ein bisschen rumragen. Hab so wenig Leben. Das geht nicht anders. Komm schon. Nimm das Helf-Item. So, du darfst dich jetzt mit meinem Sohn prügeln. Mir geht's nicht so gut. Mir geht's doch nicht so gut. Was ist... Ja, lass mich in Ruhe. Kämpf gegen meinen Sohn. Der hat mehr Gesundheit. Bin vorsichtig. War nicht vorsichtig. Hab zu spät E gedrückt. Ja, Papa, geht's nicht so gut. Was ist denn das? Zweimal auf den Sack bekommen von so einem dämlichen Wolfsvieh. Auf Stufe 5? Was hat der gefespert? Okay, letzter Versuch, sonst gehe ich den anderen Weg zurück. Kann hier ja nicht angehen. Vielleicht bin ich ja noch ein bisschen müde heute. Es ist gerade genau 20 Uhr. Ja, vielleicht bin ich wieder müde. Das kann natürlich sein. Ja. Vorsicht, von hinten! Au. Fängt ja gut an. Na gut, dann machen wir erstmal den mit Rage platt. Ja, komm schon! Werd betäubt! Hinter dir, Bruder! Ja! Na, das läuft doch! Au! Ich weich dann mal aus. Bin noch nicht so weit. Du bist noch nicht so weit, ich aber. Oder auch nicht. Schön. Dann schön angreifen. Alles in Ordnung? Nein, ich weich doch aus. Ja! Einer ist schon mal down. Jetzt der leichte noch. Komm schon. Dafür sollte ich doch bereit sein. Irgendwie zumindest. Dann schieß ihn ab. Alter, ist das nervig. Was ist denn los mit Kratos? Der hat nicht gut geschlafen seit dem letzten Mal. Ah, dann geh mal halt den... Ach komm, wir schaffen das. Ich habe zwar gesagt, letzter Versuch, aber das ist jetzt der letzte Versuch. Das gibt's doch nicht, dass der Wolf mich so verprügelt. So ein Mist. Der muss ja natürlich hinter mir spawnen. Da oben kommt er zumindest her. So. Jetzt kriegst du wieder aufs Maul. Und ich hoffentlich nicht. Komm schon. Komm schon! Du kannst nicht, aber ich kann. Ja! Danke, Sohn. Yeah.
Komm schon, diesmal läuft's besser. Diesmal läuft's doch besser. Au. Alles gut, diesmal hammer sie. Diesmal hammer sie doch. Fast. Ganz schön nervig, diese Biester. Kannst du den mal im Nahkampf angreifen? Ich hab doch geblockt. Ich doch nicht. Komm schon. Das wird wieder unnötig knapp. Danke, Sohn. Boah. Härtester Kampf bis jetzt und das gegen zwei so Billo-Feinde. Ich glaub's ja nicht. Da habe ich mich nicht mit Ruhm bekleckert, aber zumindest haben wir es mal geschafft. Boah. Ich rauche zwar nicht, aber das wäre jetzt der Moment, wo ich zu einer Entspannungszigarette greifen würde. Atreus, folge mir. Ein Glück rauche ich nicht. Boah, nicht noch mehr Wölfe, ich habe die Schnauze voll. Ich hatte Möglichkeiten für Jagd und Handel in diesen Landen erkannt. Meine Suche nach Jotunheim gab ich vor langer Zeit auf. Was würdest du, Mutter, sagen? Gar nichts. Gar nichts? Es gibt nichts mehr zu sagen. Was ist mit allem, das wir bisher getan haben? Der Mann, der bei unserem Haus war, mit der Weltenschlange zu reden. Wir haben so unglaubliche Dinge erlebt. Ja. Ich will dir einfach davon erzählen. Von mir aus darfst du. Weiß nicht, was Kratos dazu sagt. So, das ist der letzte Knochen hier. Komm schon. Wollt es doch markieren. Ist egal. Du nicht? Wir werden es finden. Was würdest du ihr noch sagen? Dass es uns beiden gut geht. Dass sie sich nicht Sorgen braucht. Atreus, ich vermisse sie auch. Das weißt du. Ich dachte, ich wüsste so wenig. Hey, hey, das ist ein emotionaler Moment. Sei jetzt nicht so ein Arsch. Oh, das hört sich schon nicht gut an hier. Ich brauche einen Trunk mit Gesundheit. Und da ist wieder so ein, keine Ahnung, was das ist, Edenapfel. Her damit. Atreus, renn da. Papa muss saurer werden. Abwehr dauerhaft um 2 erhöht. Kann nicht schaden, so wie ich mich heute angestellt habe. Können wir hier irgendwo an Land gehen? Ja, natürlich. Ja, werd mich auch hier mit dem Dock anlegen. Oh nee, ich habe doch keine Gesundheit. So, die Möwe hilft mir nicht viel. Ja. Das reicht noch nicht. Ich brauche mehr Vasen. Junge. Hey, noch eine Schatzkarte. Ja, und hier ist auch ein Schatz bei mir. Da ist doch noch ein Item. Nee, da ist der letzte Knochen. Na also, in die Gefängnisbrieftasche damit. Ja. Dann können wir sie auch dem Geist bringen. Vielleicht hält er sie. Oh, einfach perfekt. Ja, das war erwartbar. Aber wir sollten ja in der Nähe spawnen, vielleicht mit bisschen mehr Hilfe. Ja, das sieht doch gut aus. Er feuert. Au, au, au. Hab au gesagt. Helf. Nein. Ja, danke. Warnung kam einen Tick zu spät. Ja, ich habe gelernt, dass ich gegen euch Deckung nehmen muss. Guck mal, wie gut ich mich decke. Stampf, stampf, stampf. Stampf, stampf, stampf. Stampf, stampf, stampf. Okay, genug gestampft. Nein. Komm schon. Offenbare, was in dir steckt.
Du bist aber ziemlich schlecht im Ziel. Das ist Pech für dich. Ich bin relativ gut im Ziel. So, jetzt aber. Arg viel Leben hat er ja nicht mehr. Wieso nicht beim ersten Mal so? Wieso nicht einfach beim ersten Mal so? Her mit deinem steinernen Herz. Ich kann auch nichts fühlen. Ja, aber Papa kann was. Siegel des Schutzes erhöht Resistenz gegen Gift um 50%. Das haben wir doch schon bekommen. Ist egal. Wir sammeln alles auf. Hand ist auch weg. Schatzkarte habe ich keine Ahnung, wie man die liest. Vielleicht ist hier ja noch was verbuddelt. Glaube ich nicht. Aber hier gibt es zumindest noch die offensichtliche Kiste mit der magischen Maske. Und was haben wir bekommen? Hacksilber. Hey. Nilfheim-Chiffre-Teil. Ja, such du weiter. Ich muss mich mal ein bisschen ausruhen. Harte Kämpfe heute. So, jetzt müssen wir mit einem Herr von und zu toter Geist sprechen. Was ist denn hier hinten? Ich weiß nicht, ob ich da schon rein sollte. Aber ein bisschen ein kleiner Sneak Peek kann ja nicht schaden. Nordri-Klamm. Ja, fühlt sich sehr klamm an hier auf jeden Fall. Können ja nur mal schauen, ob wir was machen können. So, hopp, hopp, hopp. Kopf kommt wieder an Arsch. So soll das sein. Da muss ich was reintun. Unpraktisch. Wo hatte ich das denn her? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Du siehst was da oben? Hier oben? Nö. Boah, dann. Wünsch uns Glück, Junge. Ja, Möwen. Sieht aus wie ein Lager. Eine kleine Festung, ein kleiner... Vielleicht sollte ich nicht hier sein. Vielleicht sollte ich aber auch hier sein. Schöne Flammen an der Seite. Nordri-Festung. Geheimbereich entdeckt. Wenn die Gegner zu stark sind, gehe ich wirklich heim. Bitte, wenn das schon so heißt. Mit der größten Vorsicht, wenn ihr ihn habt. Ja. Eine unbezahlbare Reliquie. Ich werde mich dran erinnern. Hey, habt ihr gehört? Magni, der Asengott, Sohn von Thor, tot! Das war der Sohn von Thor. Jetzt tobt Modi wie ein Wilder durch Midgard und sucht den Mörder und hat geschworen, wenn er ihn findet, will er... Oh Mist, das wart ihr zwei. Wir sollten das lieber etwas leiser besprechen. Oder besser gar nicht? Ja, vielleicht besser gar nicht. Was kann ich mir denn leisten? Nix. Brauch immer noch schwelende Glut. Die hab ich doch nur in meinem Herzen. Na gut, wo sind wir denn hier überhaupt? Eine Möglichkeit finden, das Gitter zu öffnen. Familienangelegenheiten. Ach, das ist dann wirklich da, wo wir wahrscheinlich den Wettstein bekommen. Und eigentlich wollte ich ja hierhin Knochen zurückbringen. Kann ich das markieren? Nö. Dann nehmen wir mal die szenische Route zurück. Wir gehen einfach zum Händler, zum Mittelpunkt und dann kommen wir schon irgendwie hin. Wo kann ich denn alles schnell hinreisen? Das ist alles gesperrt, aber hier kann ich hinreisen. Broxladen bestätigen. Vielleicht können wir mit ihm auch noch ein bisschen schnacken. Also ihr wisst offensichtlich, wie man mit Stil reist. Dankeschön. So reise ich immer. Erzählt mir, wie das alles mit Baldur angefangen hat. Er hat einfach angeklopft. Baldur hat einfach an eure Tür geklopft? Ja, er tauchte auf und fing Streit an. Ja. Er wollte irgendwas wissen. Er sagte... Ich weiß, was du bist. Darauf kommen wir später zurück. Was genau wollte er denn von euch wissen? Da war ich schon im Versteck. Er meinte, ich wüsste bereits, was er wollte. Vielleicht hat er mich mit jemandem verwechselt. Das ist ja interessant. Ich fand's gar nicht so interessant. Echt hartnäckig, der Typ. Hallo, Brock. Habt ihr den Alchemisten aufgespürt, den ihr finden solltet? Noch nicht. Nee, es geht das Gerücht um, jemand hätte das Großmal Magni erledigt.
Ihr ja. wisst nicht zufällig etwas davon, Nein. oder? Wäre das denn gut oder schlecht? Schlecht für euch, wenn sein Vater es herausfindet. Aber mir soll es recht sein, wenn hier ein Ase weniger herumfurzt. Und darum spendiere ich euch die nächste Verbesserung. Wirklich? Nein. Wow. Das ist mein Wort. Danke für nix. Verkaufen. Bringt ja gar nichts. Unentdeckt verlorene Gegenstände, na, das bringt auch nichts. Verbessern, Leviathan-Axt, brauche ich noch eine Frostflamme für. Klauenköcher, Pfeilnachladezeit wird verkürzt, immer her damit. Mensch, gebe ich viel für mein Kind aus, ich bin doch ein guter Vater. Man kann sich Liebe auch erkaufen. Brustrüstung, könnte ich verbessern, ist hauptsächlich teuer. Uff, ja, geht. Ich glaube, bisschen Verbesserung schadet gerade nicht. Bevor wir das... Ja, schließ dich doch Silber. Also Armrüstung noch. Auch schön verbessern. Das hält den Ärger fern. Das soll den Ärger nicht fernhalten. Das soll den Ärger schneller töten. Und nochmal die Hüftrüstung verbessern. So, jetzt sind wir auch schon auf Stufe 4. Ist das nicht schön? So, was habe ich noch? Axtknauf, den kann ich nicht verbessern. Da fehlt mir nochmal ewiger Frost. Herstellen. Axtknauf. Gebogener Griff der Wiederherstellung. Hohe Bonusaktivierungschance auf einen Gesundheitsschub bei jedem erfolgreichen Präzisionswurf. Das klingt doch auch nicht schlecht. Was ist denn ein Präzisionswurf? Leichter Griff des Schutzes. Aha, aha. Was ist denn gerade ausgerüstet? Keine Ahnung. Schwelende Glut. Ich muss unbedingt rausfinden, wie man die bekommt. Oh, wir haben grausige Springer-Trophäe. 12 von 12. Ich kann tatsächlich einen Kriegsgürtel des Springers grad. Ich habe aber meins grad verbessert. Stärke 7. Na, wir lassen das. Die Ressourcen werden ja nicht schlecht. Ja, chill mal, Brock. Dein Bruder ist viel netter. Jo. Da wollen wir im Moment noch nicht hin. Wir wollen erstmal. Am Fuß dieser Treppe. Ja. Nach unten. Ich will jetzt erstmal hier ein unmarkiertes Boot und dem Geist seine Knochen zurückbringen. Irgendwie so war das. Komm schon, ich dachte, hier wäre ein Boot. Ja, da gibt es zumindest eine Plattform, wo wir eins bekommen. So. Erstmal hoch damit. Ja, das lässt sich ganz schön Zeit, aber da ist sie ja schon. Doch nicht so viel Zeit gelassen, das ist schön. Bist du drauf, Junge? Sehr gut. Du musst nicht in die gegensätzliche Richtung starren. Du kannst auch auf deinen Papa gucken. Der wird dir nichts tun. Außer dich böse anmaunzen. Weil mir schon wieder was über die Leber gelaufen ist. Der Eingang zu der verborgenen Gruft. Er liegt auf der anderen Seite der Brücke. Geht hinüber und nimmt dann die Treppe bis ganz nach unten. Ja, noch nicht. Wir müssen Knochenlieferungen abschließen. Und zwar nach... Was ist das? Hehlläuferbesatzung töten. Nee, nicht jetzt. Bin ich so weit weggekommen? Da ist es doch. Also unter der Brücke durch. Das Hast kriegt du da man hin. Was gesehen? Oh, den was Turm? Ist denn das? Ich sehe keinen Turm. Vielleicht nur Einbildung. Ich sehe den Turm. Und ich sehe hier das Ägrisgold. Ich sehe etwas im Wasser. Ja, ich auch. Schnapp's dir, mein Kind. Hier müsste der Jötunheim-Turm stehen. Fühlt sich seltsam an. Zweifellos war geheime Magie daran beteiligt. Ja, das glaube ich auch. Nicht wundern, wenn du dafür empfänglich wärst. Wieso das nicht? Jo, einsammeln. Oh, ich erinnere mich an die blaue Flamme. Ungute Zeiten. So war das hier schon. Nee, das war eine zu früh. Wir müssen da rein und die nächste nach links. Auch wenn hier Feinde schon wieder rumschweben. Boah, Kanal des Steinmetzes, das klingt doch schon richtiger. Zumindest ist das diesmal nicht der Hörkanal. So müssen wir jetzt nach...
Oder die nächste. Ich glaube, wir müssen hier gleich nach links. Ich weiß es aber nicht mehr. Wir landen mal an. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, eines dieser Wesen war der entsprechende Geist. Yeah! Friert ein, ihr Bestien der Erde. Jo. Ja, ich versohl dich und halt dich am Schwanz. Junge, ich hab dir extra eine Verbesserung gekauft, dass du mehr Pfeile schneller hast. So. Und so dankst du es mir. Deine Fähigkeiten wachsen weiter. Ja, war's gut. Hallo, Knochen. Da. Ja, bitteschön. Puzzle wieder vollständig. Wir haben die letzten Überreste deiner Frau eingesammelt, Geist. Zeig uns diese versprochene Magie. Ah, meine süße Gulweg. Wieder ganz. Erhebe dich, teure Gulweg. Erwache, oh mächtige Gulweg. Evni Ukar Birthiast. Sie sagt, sie wird unsere Bitte erhören. Eldi Fagnar. Und uns wieder vereinen. Ja, uns wieder vereinen, das... Hätte ich doch den Talisman, der weniger Gift an mir verursacht, genommen. Ich dachte mir schon, dass das hier ein bisschen fake ist. Boah. Wieso kriege ich denn heute so viel Schaden? Komm schon, du alte Hexe. Ich verteile deinen Knochen aufs Neue. Ich nehme erstmal die Gesundheit. Du hast es gleich. Ich hab's auch gleich. Ich hab's dir gesagt. Du bist ein naiver, dummer Junge. Das stimmt ebenfalls. Aber lass deine Enttäuschung nicht an mir aus, Junge. Zieh deine Lehre daraus. Ja, Vater. Na komm, deinen Knochen zerteile ich ja auch noch. Ja, ich hab das fast gesprengt. Hat es mir tatsächlich Hacksilber gegeben? Auch nicht schlecht. Ich dachte wirklich, wir könnten mit unserer toten Frau reden. Aber irgendwie auch nicht. Oh, da ist noch so eine Weltenrissbegegnung, wo ich immer auf den Sack bekomme. Ist vielleicht nicht gut, wenn wir das machen. Jetzt machen wir mal die Hauptquest. Ich will dich doch nur markieren. Ah, dich sehe ich eh schon. Dann vergesst es mit dem Markieren. Wir werden schon hinkommen. Können wir eigentlich schneller paddeln. Durch beherztes Schiff drücken. Ich bin mir nicht sicher, ob das was bringt. Aber wir sind ja eh bald da. So, die Fische springen herrlich herum. Schade, dass man die nicht fangen können. Bisschen Gesundheitsboost durch Fische wäre gar nicht so schlecht. So, gehen wir mal links rum. Das sollte ja auch irgendwo hinführen, wo Spaß macht. Sieht schon cool aus hier mit dem riesigen Berg und den Gletschern und den Eisplatten. Ah, hier ist tatsächlich auch noch so ein Portal, nicht Portal. Türverschluss, den ich mit meinem Meißel aufkrieg. Meißelfragment. Dann wollen wir mal. Bruder, der Meißel. Ja. Da war doch was. Vorsichtig. Na komm. Wieso ist denn heute alles so schwer? Na also. Nummer 1. Und Nummer 2. Oh. Hallo? Ach, das muss ich schneller machen. Oh, nö. Hat gepasst. Die anderen Türen waren leichter. Wow,
Ich auch nicht. Noch so ein Ding. Ja, dann lies mal vor. Aber das mittlere Bild fehlt. Moment, ich dachte, Tyr war ein Gott, kein Riese. Das stimmt, doch er wurde von allen geliebt, auch von den Riesen. Außer mir war er der Einzige, dem sie ihre besondere Gabe des Sehens schenken. Hey, ob die Riesen wohl auch von mir irgendwo ein Triptychon haben? So heißen die Dinge also. Triptychon. Na, was ist hier im Katzenklo drin? Los. Sieh es dir selbst mal an. Ich zeige dir, wie man das liest. Das ist nicht notwendig. Du hast mich so viel gelehrt. Lass mich dir auch etwas beibringen. Ja. Dann wollen wir mal versuchen, hier Buchstaben zu entziffern. Atreus. Komm, du sprichst es schon. Dann ist das Lesen nicht so schwer. Ich kann lesen, Junge. Ah. Nicht diese Sprache. Das lernst du schnell. Also, die Runen stehen für ganz viele verschiedene Dinge. Für Götter, für Tiere und... Halt. Manch... Oh, war das zu schnell? Tut mir leid. Nein, nein. Riechst du etwas? Ich riech nix. Ja, vielleicht hat Atreus ja gefurzt. Riecht nach... Gefahr? Regen? Oh, oh. Alles habt ihr ruiniert. Ich hab den Scheißhammer verdient. Aber jetzt wird jeder glauben, dass ich ihn nur hab, weil Magni weg ist. Sie lachen mich aus. Ja, du bist auch eine Witzfigur. Wird niemand über mich lachen. Rat mal, wer hier getötet wird. Oh, bist du dumm? Hast du das von deinem Vater oder eher deiner Mutter? Ist sie dumm und hässlich? Halt doch mal dein Maul! Nein, Junge! Kann ich nicht irgendwas machen? Oh, das stimmt. Aber dich will ich kennenlernen. Gut sogar. Du wirst jetzt mein neuer Bruder. Nein! Aber zuerst töte ich doch deinen Vater! Oh! Was macht denn Atreus? Mist. Ups, hab ihn kaputt gemacht. Ja, scheint so. Rage. Nein. Bleib weg. Nein, nein, ich bleib nicht weg. Du kriegst jetzt aufs Maul. Das ist jetzt meine Waffe. Komm schon. Nein. Wir sehen uns wieder. Jetzt lass ihn doch nicht schon wieder abhauen. Oh, ja, vielleicht sollte ich mich um meinen Jungen kümmern. Atreus. Du musst ihn schnell zu Freya bringen. Nur sie kann helfen. Oh ja, der sieht nicht gut aus. Na gut. Ich würde sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.